von der Ehe, über die Ehe erzählen? Gerne, ja, kann man uns auch dabei begleiten. Zwinker, zwinker, zwinker. Als ich des Nachts nach Hause kam und nicht wie sonst mein Weib vernahm, kein Zetern drang mir an das Ohr, kein Nudelholz schlug mir davor. Nur aus der Grube hinterm Haus, da lugten ein paar Füße raus. Jetzt nach einem Schönheitsbad sah das nicht gerade aus. Hey! Auch wenn sie es oft mit anderen trieben. Der Pastor und der Bäckersmann und der Flux und der Bräter und ach, die klopften öfters bei ihr an. Genau. Der Wein. Ich zog nur durch das Land und die Welt. Mit Spielleut, nur für ein Taschengeld. Ja, mehr hast du ja auch nicht verdient. Ja, das ist super. Als Vater von 6 Kindern, für den mich wohl keiner hält. Hey! Schon schwere Not, mein Ehewald ist tot. Er fickt mir jetzt die Sonne und er kommt mein Abendbrot. Schon schwere Not, mein Ehewald ist tot. Er fickt mir jetzt die Sonne und wer kommt mein Abendbrot? Sie war nicht schön. Was? Sie war schon gar nicht schlank. Nee. Na ja. Sie war so groß und breit wie ein Küchenschrank. Also der Alter aus Omas Scheune. Also meiner ist 2 Meter breit. Ja. Auf dich mit hin. Das Bett war gerade so breit wie sie. Und schlief ich oft beim lieben Vieh. Nee. Da sind sie wieder, die Schafe. Des Nächtens fiel sie manchmal ein, dass ich hier soll zu finden sein. Gott, lass mich jetzt nicht allein. Hey! Schwere Not, mein Ehewald ist tot. Es fickt mir jetzt die Sonne und er kommt mein Abendbrot. Schon schwere Not, mein Ehewald ist tot. Es fickt mir jetzt die Sonne und wer kommt mein Abendbrot? Doch, Trübsal scheint mir ohne Sinn. Und hin ist hin. Das ist es. Den Brandfeind hol ich mir hervor. Den Rau. Ja. Da klopft es auch schon an das Tor. Wer mag das denn sein? Draußen steht der Sendmann. Und ich bin ziemlich traurig. Ja. Oh. Seemann? Ja. Ich werde dir alle Wünsche erfüllen. Du sollst von mir das bekommen, was du immer dir alles, was du jemals begehrtest. Das wäre der Fußball. Aber ein großer, großer, großer Dicker, glaube ich. Du wolltest immer die prachtvolle Kutsche. Ja. Du wolltest immer diese tollen Instrumente. Ein nimmer leeren Krug. Ja, 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 und? Und du hast auch sie mal geboren! Nein, nein! Gib den zurück!